So. Die nehmen sich den ganzen Kram jetzt langsam hier mit. Ich brauche Bänder. Aber dann ist hier schon mal ein kleiner Puffer. Mit wie vielen? Über 2.500. Dann stelle ich mich da eben mal hin und schnapp mir die Bänder alle weg. Na, über 50. So. Dann möchte ich das noch halbwegs ordentlich hier anbinden. Zack. Und da. Nein. Okay, das war zu weit. Hier soll es ja unterirdisch lang. Bis hier. Hier kommt das Eisen. Ja, dann macht es hier halt so einen richtig ekligen Schlenker nach oben. Dann mache ich hier halt einen Teiler hin. Und das soll dann hier hochgehen. Und hier runter. Ja. Gibt zwar Schöneres, aber gut, ich habe das halt ein bisschen anders geplant gehabt am Anfang. Hat sich halt jetzt so entwickelt, ne? Und so, die Kisten kommen auch noch weg und hier das Eisenband. So. Und dann, also eigentlich das hier auch noch geändert werden. Das muss noch eins hoch. Das geht halt dann da runter. Und dann nehme ich das eben wieder mit, pack die Schaltkreise alle hier in die Kiste rein. So. 4.200 Schaltkreise. Geht. Warum nicht? Die können anfangen. Hier muss Eisen lang. Das muss hier unten drunter. So rum. Geht das so oder geht das so nicht? Eigentlich müsste es funktionieren. So. Das Kupfer muss auch weg. Das ist nix. So. Und dann läuft das hier halt komplett daran.
Und dann sind schon mal zwei Bänder voll. Und was ich noch vergessen habe, ist hier ein Teiler, damit der die doppelt aufteilt. Okay. Ist alles da. Irgendwas hier unter grünen Schaltkreise. Oh, das ist fertig. Dann müsste ich jetzt eigentlich mit dem Kupfer hier wirklich bis hier rüber. Und um mir ein bisschen was zu ersparen, werde ich Kupfer und Kohle zusammenlaufen lassen. Das mache ich so. Nein, 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 nein. So. Jetzt aber ganz schnell. Ich brauche unfassbar viele Bänder. Dann stelle ich da trotzdem mal so eine Bänderkiste hin. Dann kann die hier die Fließbänder runternehmen. Stacks. So. Ich bring das Kupfer hier an irgend so ein Dings erstmal dran. Vielleicht an die beiden. Das soll ja das Fertige lang, ja, dann. Weitere Kupferproduktion. So. Hier soll Erz entlang. Das bringt mir so nichts. So. Und wenn das sind alle. Oh, ich muss mich beeilen. Kann ich die Lichtbogenöfen eigentlich überhaupt schon... Ja. Oh, ich kann sie. Nein, was macht... Ach Gott. Gut. Dann halt eben Fließbänder. Dann habe ich halt jetzt da so ein paar Arme. Und die stopfe ich da rein. So. Dann mache ich die auch wieder los. Ah. Nee, das wird wenig. Na gut, das wird ja. Ich bin dabei. So. Zack. Und ein Teiler, ich hab doch so. Geh mir jetzt nicht auf die Nerven, bitte. Den mache ich hier hin. Chaos, ich weiß, ja, so. Jetzt müsste hier. Genau. So. Hochöfen habe ich ja ganz viele. Die setze ich jetzt erstmal total wirr. Dann mache ich mir jetzt keine Skizzen oder irgend sowas. Weil die sollen dann ewig. Das soll nicht so bleiben. Gut, ich habe keine Strommasten mehr. Ich habe keinen Stahl. Ach, ein Traum. Ja, und die sind voll. Die zwei Bänder. Das ist toll.
toll. Und hier muss sowieso erstmal nichts hochlaufen, weil ich hier über 4000 Schaltkreise habe. Absolut irre. Strommasten. Hier so dazwischen. Wenn es geht. Ja, Entschuldigung. Oh, und hier drüben. Nee. Hier noch ein und hier oben. So, dann kann ich da schon mal ein paar von denen hinbauen und da soll das fertige Kupfer lang. Und das soll den Weg weg damit. Hier dran. Okay. Genau. Nee. So. Da, da, hier. Zack, bumm. So. Okay. Die Kupferproduktion gerettet. Die Kohle kann mit. Die kann dann wieder in irgendeine Schmelzkiste da rein. Und das jetzt alles abreißen. Oh Gott, oh Gott. Das Eisen wird knapp. Warum? Ja, wenigstens habe ich da jetzt wieder genügend Bänder. Dup, 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 dup. Okay, ich baue mir schon mal 5 super Spitzhacken. Oh, das wird jetzt was, das alles abreißen. Wenigstens kann ich dann daraus wieder Heizkesseln machen. Ich habe zwar am Anfang gesagt, dass ich das gerne mit Solarenergie machen möchte, aber mal schauen. Immer mittlerweile finde ich das Kohle-Dampfmaschinenbild eigentlich nicht so schlecht. Es produziert auch ziemlich ordentlich. Es braucht halt nur einiges an Platz, aber Solaranlagen brauchen richtig viel. Man hat zwar keine Umweltverschmutzung dadurch, aber man muss permanent Solaranlagen bauen. Mal schauen, wie ich mich da entscheide. Also momentan hätte ich irgendwie ein bisschen Bock auf Kupfer. Kohlebild. Okay, das reicht nicht mehr. Das kann aber auch daran liegen, dass die Bänder halt so langsam sind. Ich mache aber mal die anderen 2 hier oben. Und ich mache dran, 4 Stück habe ich hier noch. Kommen die hier noch dran? So, zum Top. Hirnmassen. Bänder. Gut. Ach, und die beliefern unten. Ja, dann. Und eben mal einbauen. Müsste jetzt wieder etwas besser aussehen. Da kommt's.
Okay, es staut sich, das ist voll. Gibt es hier eine Lücke? Nein. Holst du jetzt mal Stein? Kupfer? Kupfer? Und nochmal Kupfer? Es will nicht. Eins noch. Ah gut, das Band hier ist komplett voll. Das kommt gleich da oben an. Das weg und dann Lichtbogenöfen, da brauche ich einige. Jetzt was ist, wenn ich hier einen schnellen Teiler hinsetze, da der ja wesentlich schneller hin und her schiebt, müssten die Ressourcen auch wesentlich schneller da rumkommen. Ja, das liegt an den Bändern. Die sind zu langsam. Na gut. Ich könnte auch einfach das hier mal wegmachen. Sechs Öfen. Naja. Gut, Lichtbogenöfen. Ziegelsteine. Gut, da habe ich ja erweiterte Schaltkreise fehlen. Ach Gott. So. Also, Lichtbogenöfen sind breiter. Dann kommt das alles eben ein Stück rüber. Und hier so nur Eisen. Das baue ich mal hier unten dran. So, der Lichtbogen ist 3x3. Dann kommt hier ein Greifarm und da das fertige und das rohe Erz und hier auch das rohe. Denn der Ofen legt auf der Seite an und der Ofen, der hierher kommt, legt auf der Seite an. Dann ist ein Band komplett voll. Oh, da kommt ein Arm, da ist Ofen. Ofen, Ofen. Und hier kommt Erz. So. Erzplatten ist gerade egal in welcher Reihenfolge. Arm, Ofen, 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 Arm, Erz, genau. Dann ein Arm. Ja. Ofen, Ofen, Ofen. Arm und zwei Bänder Erz.
Okay. Ich habe kaum noch Platz im Inventar. Ich brauche die Kohle nicht. Wie sieht's denn oben für die Plastikstangen aus? 150, da kann ein bisschen Kohle rein. Und dann laufe ich noch mal an den Stahl und dann mache ich ein kleines Päuschen, ein Aufnahmepäuschen. Oh, da sind noch 100. 30 drin, da ist gar keine Kohle mehr da. Das ist schön. Dann klaue ich mir die eben vom Band, mache hier das Eisen rein. Hier zwei Stacks und hier halt eine angefangene. Und das war's. Vielen Dank fürs Zugucken. Je nachdem vom Schnitt, wie es passt. Entweder Ende der Folge oder eben mittendrin. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.